liebe Katnebläser und Zuseher über Katnube. Ich habe jetzt noch die Freude, da ganz zufällig auf den Treibischen Börner gestoßen zu sein. Und ja, ich wollte Sie fragen, was Sie mit der Mehrkonferenz, mit dem Gebetshaus Augsburg verbindet und warum Sie heute hier sind und auch die Heilige Messe hier gefeiert haben. Ja, ich bin eingeladen wieder erneut. Ich glaube, ich bin heute zum dritten oder vierten Mal hier, um die Heilige Messe zu feiern. Das freut mich immer sehr. Ich bin sehr dankbar, dass es die Mehr gibt, dass sie in Augsburg stattfindet und dass es so viele Menschen, ich kenne viele, die hierher kommen, aus unserem Bistum darüber hinaus, inspiriert, neue Gedanken gibt, stärkt, Orientierung gibt und einen starken Impuls gibt, nicht nur für uns Katholiken, für viele Christen in den anderen Konfessionen und ein starkes Zeichen auch der Ökumene. Die Ökumene, die keine Gleichmacherei ist, die nicht gemeinsamer Nenner auf unterstem Niveau ist, sondern ein Wachsen im Geist, geistlichen Leben, in der Wertschätzung der Schrift, des Heiligen Geistes, des Lobpreises. Und ich merke auch im ökumenischen Dialog, dass es sehr fruchtbar ist, dass man sich wertschätzen lernt und das wertschätzen lernt, was der andere kostbar hat. Also es hat so viele positive Effekte und ich bin sehr dankbar, dass es die Mehr gibt. Schönen Dank. Ja, bitteschön.